Jo, was geht ab, meine lieben Freunde, euer Benjo hier und herzlich willkommen zu meinem zweiten Red Dead Redemption 2 Video hier auf meinem Kanal Benjo, Banjovi TV. Ja, freut mich natürlich wieder mal, dass du eingeschaltet hast und letztes Mal, hat das Spiel begonnen. Ich war ultra gehypt, Mann, ich bin jetzt immer noch und ich will jetzt einfach weiter zocken. Ich glaube, wir suchen hier gerade John Marston. Ziemlich sicher. Also 100% sicher bin ich mir nicht, aber es könnte sein. Schaut euch mal die Grafik an, Jungs. Wirklich. Boah, wow, voll neblig hier. Bounty Hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Take it slow. Big ravine here. Dutch killed a girl in a bad way. But it was a bad situation. That ain't like him. Trotzdem sieht ziemlich ähnlich, Junge. Wie er da runterschaut. Ah, wir gehen den Fußspuren nach. Jetzt komme ich nach. Das ist geil, diese Kinokamera ist richtig nice. Das finde ich ja richtig geil gemacht mit dieser Kinokamera. Und auch die Umgebung, man, ist ja richtig fresh. Ich finde das krass, ey. Ich finde, mein Pferd hat ein bisschen was von einer Kuh. So gefleckt. Ja, seins auch. Seins sieht wirklich aus wie eine Kuh. Es sieht genau aus wie eine Kuh. Schwarz-weiß. Gut, nicht jede Kuh ist schwarz-weiß, ich weiß schon. Aber die aus der Milchwerbung. So, und ich merke, ich muss mich mehr auf die Texte unten konzentrieren. Sonst bekomme ich ja die Hälfte des Spiels gar nicht mit. Obwohl ich es ja spiele, was überhaupt keinen Sinn machen würde. Und das wäre ja voll dumm. Und deswegen, ja, ist ja klar, ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber klar, ich will auch ein bisschen für euch Entertainment bieten. Deswegen kann ich auch nicht die ganze Zeit nur... Oh mein Gott. What the fuck? Let's see if he can hear us. Come on. Up there. So. Gehen wir mal wieder in die normale Perspektive, auch wenn ich diese Kinocam so richtig nice finde. Dann mit den verschiedenen Perspektiven. Okay, ich glaube, wir müssen zu Fuß weiter, ne? Du kannst nur eine einzige Handfeuerwaffe tragen. Du kannst sie allerdings gegen eine andere Waffe austauschen, die du auf deinem Pferd transportierst. Habe ich denn eine andere Waffe auf meinem Pferd? Nimm die Flinte. Ja, nice. Das ist ja richtig nice gemacht. Auch wenn es ein bisschen umständlich werden könnte in den Missionen, wenn man dann immer zum Pferd zurück muss, um eine andere Knarre zu nehmen. Ich glaube, dafür gibt es aber Sachen, die sie ins Spiel eingebaut haben, könnte ich mir vorstellen.
Das ist rutschig. Ich glaube, wir rutschen bald. You're telling me? Ist das John Marston, den wir da hören? Alter, man hat ja wirklich für alle seine Anzeige, auch Ausdauer und so. Das ist ja krass. Folge Javier. Okay, from here. Watch your step. Real slippery. Stay close to the wall. Deine Ausdauer ist leer. Ja, Junge, wie kann ich denn die Ausdauer auffüllen? Come on. Ah. That sounds closer now. Ah, das gibt mir wieder Ausdauer, okay. Ja, ist krass, Alter. Das Spiel ist schon ziemlich. Aber wie ging das schon wieder? Genau. Mit Viereck. Oh, geil, wie er sich da hochzwängt. Das ist auch sehr geil gemacht. Die Bewegungen. Alter. Aber das mit der Tasche ist auch geil. Das will ich ja nicht, oh mein Gott. Obwohl das ja süß ist. Zuerst mal eine rauchen. Sehr nice. Was bringt mir das, wenn ich eine rauche? Gibt mir das sicher auch Gesundheit. Es ist Marston. Es ist John Marston. John, can you hear me? John, where are you? John! John, you there? I'm here. Out of the ledge. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich will John Marston sehen. Ich will ihn unbedingt sehen. Ich hoffe, das mit der Ausdauer ist nicht zu mühsam. Alter, wie sieht denn der aus? Alter, das ist John Marston. Ich glaub's nicht. Ich glaub das nicht. Sehr geil. Ich finde das echt geil. Alter, John Marston, Mann. Wie lange wir den Dude gespielt haben. Ja. Come on, compadre. Jetzt haben wir ihn auf dem Rücken. Nice. Well, can't go back the way we came. Let's try this way. You a sorry sight. Can't argue with you there. See, I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? Und weg sind wir gleich. Hopefully this will lead us out. Alter. Was ist los? Wolfies, the Wolf of Wall Street. Also Leute, kommt. Ich will euch ja nicht zweimal bitten, aber... Also komm. Oh, das wollte ich nicht. Oh mein Gott, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Digga, was ist denn los mit dir? Alter. Junge, kann ich auch jumpen?
Ah, okay. Wenn ich ziele und nach vorne gehe, kann ich solche Sprünge machen. Auch witzig. Und der andere verpisst sich einfach. Okay. Kann ich das Wolfsfleisch jetzt vielleicht holen? Wie ist das? Oh mein Gott, ich fasse aus ja richtig mit den Ressourcen. Digga. Ich habe das voll verkackt jetzt gerade. Wenn man die ganze Zeit essen muss, ich finde das so gut. Bleibt die Verletzung jetzt so, wie sie ist, oder wie ist das? Not yet. Aber bald, ne? Digga, die gehen mir mächtig auf die Eier. Fick dich, jo. Scheiß Wölfe, ey. Sind zwar schöne Tiere, aber trotzdem. Unlucky. She'll ride in the water for a bit, try to lose a scent. Don't want to leave a trail right back to camp. Das wollen wir nicht, nein. We're gonna need to come up with a better story for that scar. So, freezing, bleeding, starving, damn near getting eaten to death. Wollte ich jetzt auch gerade sagen, das ist doch genug, ey. Yeah, come on. Let's push hard and get back. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. That's where we can. Ja. Aber echt geil gemacht. Ein bisschen zu schneelastig. Ich mag zwar Schnee, aber so krass dann auch wieder nicht. Aber das ist halt Rockstar-Tradition, im Schneegebiet anzufangen. Irgendwie. Das hat sich schon bei GTA 5 bewährt. Ja. So haben sie das wohl weitergezogen, nehme ich an. You're alive, Digga, you're alive. Ah, you careful, idiotas. Idiotas. Thank you, thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Ja, hinten rechts mit der Brille ist auch geil. I was just discussing with Herr Strauss, when the weather breaks, suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Mogge. So. Sehr geil, sehr geil. Ich frage mich, wie lange es noch Winter ist. Weil ich glaube, das Spiel hat offiziell noch nicht mal richtig angefangen. We found shelter. Been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Ereignisse und interessante Orte werden bei der Erkundung in deinem Tagebuch vermerkt. Halte links gedrückt, um es anzusehen. Optionstaste gedrückt halten, um mir Infos anzusehen. Aha. Bill Williamson, Mr. Pearson, Spieler, Coulter, was ist das, Coulter? Aha, Bill möchte mit mir sprechen und Pearson möchte mit mir sprechen, gut zu wissen. Schublade durchsuchen.
Digga, es ist ein richtiges Sammelspiel. Ich frage mich einfach, wie krass die Spielmechanik das umsetzen wird, das Ganze. Weil irgendwie bewegt man sich auch nicht unbedingt schnell. Aber vielleicht ist das auch, weil ich einfach unfähig bin. Im Moment. Stay strong, Hosea. Da ist ja nichts drin. Das ist ja voll viel Arsch. Ja, danke dir. You okay in here, Molly? Might be warmer by the fire. I'm fine, thank you. Okay. Ich find's krass, dass man mit allen sprechen kann. Das ist echt krass. Du kannst also wirklich mit jeder Person in diesem Spiel interagieren, so wie es aussieht. Das finde ich echt extrem. Also wenn das wirklich so und dann noch gut umgesetzt ist, finde ich das schon krass. Das ist genauso. Alte Freunde, hä? You lot have all turned yellow. Pardon you, of course. Shut up, Michael. I ain't never seen so many long faces. Ist auch ein guter Typ. Yes, folks missed them. I fell, but when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. Oha. Funny, huh? Sure. Uff. Junge, du bist doch im Film. You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. Sit around, wait for him to come find us. All of you. Und zwar richtig. Come on. Are you sure about this? Come on. Jetzt geht's richtig los. We hardly back on our feet yet. The last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. Let's go. He's here for us. I doubt that. Nope, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Cole always had good information. Come on. Was machen wir wohl mit diesem Seil? Sorry. My fancy living on deer piss and rabbit. Ah, vorhin noch gerade richtig geile Pizza gegönnt. War richtig nice. Ich mag die am liebsten mit Speck, Knoblauch, Oliven und Feta-Käse. Ich finde das abnormal geil. Solltet ihr euch auch mal gönnen. Kann ich euch echt empfehlen. Also, die könnt ihr natürlich nach Wunsch belegen. Ich mache das auch immer nach Wunsch. Unter dem mit diesen vier Zutaten. Das ist echt nice. Ist das jetzt schon ein Überfall, was wir machen, oder wie läuft das genau? Weil momentan ist die Umgebung zwar sehr nice gemacht, aber sehr karg halt mit all diesem Schnee. Ist halt schon so, ja, man muss man mögen. Ich finde es jetzt nicht schlecht, aber... Ja, das sind viele Pferde. Wie viele sind wir? Wir sind sechs. Okay. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. You know I got your back. You know I got your back. Ich frag mich echt, wie die das hinbekommen haben. Das ist doch nicht möglich, so eine Umgebung. Und dann jeder Tritt des Pferdes ist im Boden. Wirklich jeder.
I can forget. What he did to Hannibal, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. Damn right, boss. Ah, Dutch ist im Fall der Boss. Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we must be close. Also ich frage mich, ob ich das bin, der die ganze Zeit redet. Das frage ich mich echt. Da haben wir Rauch. Ja, und jetzt? Ja. Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Okay. Nice. Bandenkrieg geht los, ne? Ich denke, ich fresse noch was, bevor ich gehe. Ich frag mich, was das genau bringt. Klassische Haferplätzchen. Ich kann gar nicht mehr Energie haben. Das ist noch gar nicht voll. Ich bin da noch ein bisschen zu wenig im Bild, weil das Spiel ja hat mir jetzt auch nicht erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ja, da sind sie. Eindeutig, ja. Ich bin der am Fernglas. Da muss man auch zuerst mal drauf kommen. Ja. Was kann ich jetzt hier machen? Überspringen. Ja, was überspringen? Muss ich da noch was sehen? Oh, da geht's ja richtig zur Sache. Oh. Okay, die gehen. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. All right, let's go pay our old friends a visit. Okay, machen wir das doch. Don't forget to grab that rifle from your horse. Waffen, die du nicht vor dem Absteigen in dein Arsenal übernimmst, bleiben auf deinem Pferd. Ja. Nein. Was machst du? Okay. Ich nehme, glaube ich... Was ist das? Repetierkarabiner oder... Und dann, wie kann ich das Waffenrad öffnen? Nein, das ist so ein Tagebuch. Ich frage mich jetzt gerade, ob das von jeder Mission ein Tagebuch ist oder wie das genau läuft. Wir können das irgendwann mal dann mal lesen, aber im Moment check ich es noch gerade nicht. In welchem Zusammenhang das Ganze steht. Aber ja, ich muss noch ganz kurz schauen, wie ich... Ich check's gerade nicht, warte. Okay.
Ah, mit LNs, genau, LNs. Ja, ich glaube, der Repetierkarabiner ist schon geiler. Ah, okay. Was heißt das? Pflegen? Ah, die Waffen kannst du pflegen. Krass. 23 von 60? Wo sieht man denn das? Da, ah, Zustand unten. Ah, nice. Ja, sehr geil. Like you said, revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including coal. Oh, sorry. Yeah, yeah, du. Deal with as it is. Now, come on. Was geht da jetzt wohl ab? Das nimmt mich ja richtig Wunder, was da jetzt abgeht. Ein bisschen schießen. Ein bisschen schießen, das muss manchmal sein. Ein bisschen schießen, das ist manchmal fein. Oh ja, 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 wir knallen die Feinde ab. Und wir lachen uns nachher schlapp. Ich weiß, ich bin ein schlechter Sänger. Doch das ist die perfekte Angriffswelle. Perfekte Angriffswelle. Ach, Junge, Mann. Warum geht das immer so lange? Früher konnte man einfach runterrennen. Die Spiele werden einfach zu realistisch. Ich bin mir einfach gewohnt, hier runter zu springen und dann bam, bam, bam. Und dann war's das. Und jetzt muss man tagelang laufen, wo man sich so denkt, Alter. Ich hab Besseres zu tun, weißt du? Auf dich schießen sie sofort. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Ja, wir gehen jetzt zuerst mal da runter. Wir wollen zuerst mal jetzt ein bisschen ballern. So, Waffe bereithalten. Oh. Gefährlich. Drücke L1 gedrückt. Ah. Waffe aus. Ja, das habe ich ja schon gemacht. Yes. Take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. So we got everything we need. Ich will den Lead, ja. We don't have time to debate this. Bande vorausschicken, Führung übernehmen. Okay, I'll go first. Digga, was läuft? Uff. Oh, das wird sogar gezeigt. Kritische Treffer werden gezeigt. Krasse Scheiße. Digga, das ist ja krass brutal. Oh, das war ein Headshot. Und das glaube ich auch. Ich check gar nicht, auf wen das ich schieße. Jetzt muss er da nachladen. Oh mein Gott, warte. Digga, ich hab's gerade nicht im Griff. Digga. Digga, was läuft denn hier? Alter, ich habe die Steuerung halt einfach nochmal so richtig nicht im Griff. Was, da steht wieder auf, der Wichser. Junge. Alter, warum ist dieser scheiß Holzbalken vor der Fresse?
Ich komm nicht klar. So, der ist weg vom Fenster. Der ist auch weg vom Fenster. Oh, das ist aber geil gemacht. Yes. Und der ist auch weg. Der ist auch weg. Schade. Irgendwo dort hinten ist noch einer. Und er ist auch weg. Das finde ich echt witzig gemacht. Also witzig. Ein bisschen rabiat, aber auch schon lustig. Ah, jetzt kann man plündern. Das ist geil. Oh, bitte nicht bei jedem so eine Animation. Digga, das dürfen sie nicht machen. Yes. Wie er es einfach nimmt. Ja, dann... Ich finde Leichenplündern immer geil. Aus dem Wald kommt noch mehr. Kommt schon, ihr Hurensöhne, ich gebe euch Saures. Wo sind denn die anderen? Junge. Oh, da kommen sie. Oh nice, jetzt ist Deadeye freigeschaltet. Das finde ich richtig geil, Deadeye. Alter, wie der, oh, wie das verräumt, Mann. Alter. Das ist so geil. Das ist echt gut gemacht. Das macht die Schießereien noch gleich viel dynamischer. Tonikum, das füllt das Detail wieder auf. Sehr geil. Wir schnappen uns, was wir brauchen und rücken ab. Okay. Und wo müssen wir jetzt genau hin? Komm hier rüber. Überblick, Fortschritt, Stufe 2. 70 von 100, maximal Ausdauer 2 von 8. Gewicht, perfekt. Okay. Wohlbefinden, okay. Überblick. Okay, ich check's zwar nicht ganz genau, aber okay. Das ist okay. Javier ist auch wieder da. Okay, wo ist mein Pferd? Ah, da. Ich nehme das Gebäude links. Oh, da ist eine Kiste. Ich will die aufmachen. Bitte. Lass mich doch die Kiste aufmachen. Yes, man. Was ist da drin? Oh, $2.13. Nicht schlecht. Digga. Die Animationen müssten sie schneller machen.
glaube, auf Dauer hältst du das nicht aus, wenn da immer so langsam einpackt. Da gehst du auf Dauer, glaube ich, kaputt. Viermal Kautabak. Sehr nice, sehr nice. Junge, wie viel Zeug es da drin hat. Ah, zum Glück, er macht es ein bisschen schneller. Das wurde ja auch mal Zeit. Oh yes, was ist das? This looks good. What do you think? Oh, Dynamit! Digga, nice! Smells good. Oh shit. Come on. Did we get everything? Gehen wir mal was in die Luft jagen. Thank you. This is perfect. This is perfect for boom boom. Amigo, boom boom. A Mr. Leviticus Cornball. Okay. Let's keep moving. Let's keep moving. Alright, let's get out of here. Okay, ich würde sagen, das war's von dieser Folge, liebe Leute. Hab mich wieder mal gefreut, dass ihr bis hier geschaut habt, falls ihr bis hier geschaut habt. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo, falls ihr keine weiteren Videos zu Red Dead Redemption 2 verpassen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play bei Banjo Banjobi. Macht's gut, haut rein und ciao.